Willkommen beim Homeoffice, liebe Leute. Ich freue mich, dass ihr mit an Bord seid. Heute ist die Ausgabe 350 angesagt und mein Co-Pilot ist Aaron und heute ist ein Gast dabei, den viele von euch wahrscheinlich kennen. Philosoph, Blogger, Autor Dushan Wegner ist heute mit bei uns an Bord und ich freue mich sehr auf den intellektuellen Talk mit ihm. Hier geht's los mit Homeoffice 350. Und da sind sie, meine Fliegerkollegen für heute. Hallo Aaron und herzlich willkommen Dushan. Schön, dass du bei uns an Bord bist. Hallo Robert, hallo Aaron. Es ist meine Ehre, heute hier bei Nuoviso zu sein. Dankeschön. Und ja, hallo auch von meiner Seite. 350 habe ich richtig gehört, Robert. Man merkt sich ja nicht jede einzelne Folge, aber das ist ja so ein mal wieder ein kleines Jubiläum. Mini-Jubiläum hier, sozusagen. Ja, wir haben ja die 100 gefeiert, die 200, auch die 300, die 250 glaube ich auch. Und irgendwie, ich glaube, die nächste große Schallmauer wird die 500 sein. Ja, das ist dann irgendwann, lass mich mal rechnen, irgendwann Mitte 24 sind wir dann bei der 500. Da muss dann wieder irgendwas passieren. Aber ja, und jetzt bin ich natürlich sehr froh, dass wir mit dir hier mal an einen Flug machen. Dushan, ich habe dich schon seit Jahren auf dem Schirm, wirklich. Freue mich sehr, dass wir die Gelegenheit haben. Aaron hat den Kontakt hergestellt. Danke an dich, dass du da redaktionell so deine Fühler ausgestreckt hast. Und ja, jetzt, ich habe es gesagt, viele von unseren Zuschauern bin ich mir sicher, dass die dich kennen. Aber für all diejenigen, die dich nicht kennen, vielleicht magst du dich kurz vorstellen und warum du auch publizistisch arbeitest. Dein Blog natürlich, deine Bücher. Erzähl mal ein bisschen von dir. Okay, also ich bin Dushan Wegner, ich bin 49 Jahre alt, meine Hobbys sind Schwimmen, Fahrradfahren und Bücher lesen. Nein, im Ernst, das mit dem Bücherlesen stimmt. Ich bin Blogger und ich nenne mich Essayist, das ist eine freie Berufswahl, vor allem, weil ich Essays schreibe auf dem Blog. Ich habe mal Theologie studiert, ich habe in der New Economy gearbeitet, ich habe dann bisschen beim Fernsehen gearbeitet, ich habe Philosophie studiert und die auch abgeschlossen. Ich habe mich in der Philosophie vor allem für analytische Philosophie interessiert, aber auch für Sprache und Ethik, wie Ethik funktioniert, wie ethisches Denken funktioniert und habe dann irgendwann festgestellt, dass sich relativ gut vorhersagen lässt, wie menschliches ethisches Denken funktioniert. Habe das dann angefangen in Texte zu fassen, habe diese Texte vorgelegt, habe ein bisschen in der Beratung gearbeitet, habe Leute, die solche Beratung brauchen, zum Beispiel für Rhetorik, beraten und habe irgendwann meine Theorie zur Ethik in im Buch Relevante Strukturen, was die meisten Leser kennen, zusammengefasst und jetzt schreibe ich jeden Tag Artikel auf duschenwegner.com. Manchmal werden sie auf Dichis Einblick veröffentlicht oder auf Achse des Guten und einigen anderen Publikationen. Und so versuche ich mit meinen Lesern zu teilen, was ich über die Ereignisse des Tages fühle, denke, wie ich versuche, mit dem allen klarzukommen. Wie man mit dem allen klarkommt, ja. Du hast ein Buch veröffentlicht, das war aber noch keine Zusammenstellung oder Auslese deiner Blogartikel oder Essays, sondern ein für sich stehendes Werk, habe ich es richtig verstanden? Ich habe eine Reihe von Büchern, also eine kleine Zahl von Büchern veröffentlicht, wenn man sich das bei Amazon, wenn man meinen Namen bei Amazon eingibt. Das erste veröffentlichte Buch war Der Videojournalist. Das war eine Zusammenfassung das war eine Anleitung dazu, wie man Videojournalist wird. Und dann habe ich auch für einen berühmten amerikanischen Videojournalisten gearbeitet. Und das hat mir solche Lust am Schreiben gemacht, am Zusammenfassen von Inhalten, am Weitergeben von Inhalten, dass ich daraufhin anfing zu studieren. Und ich habe überlegt, das hat jetzt so einen Spaß gemacht, ein Gedankengebäude mal zusammenzufassen. Wie könnte ich das vertiefen? Und so kam es, dass ich dann wieder von der freien
Agenturarbeit, sage ich mal, in Köln, zurück an die Uni in Köln ging und dort Philosophie, Germanistik und damals hieß es Theater, Film und Fernsehwissenschaft studierte. Und dann kam mein, dann habe ich mal eine Seminararbeit, die ich schreiben wollte, über die Philosophie von Online oder über die, über Online-Video. Ist mir dann ein bisschen ausgeufert und das habe ich dann im, wie auch in einem Verlag veröffentlicht als Buch Online-Video. Und das wurde mir dann tatsächlich auch als Seminararbeit mit einer 1,7 benotet. Und nee, 1,3, 1,3 war es. Und dann habe ich das, das Studium abgeschlossen und habe dann angefangen zu bloggen und auch ein bisschen zu programmieren, weil das hat sich am Anfang noch nicht alles getragen. Und bis heute, jetzt veröffentliche ich Bücher im Selbstverlag, weil das ist einfach einfacher, direkt zu den Lesern zu sprechen. Mein neuestes Büchlein ist eine Novelle, heißt Herd der Herde. Und das ist eine verrückte Idee, wo meine Leser mich verstehen. Und aber das durch den Verlag zu bekommen. Kannst du mir bei dem Titel mal schnell helfen? Herd, also du meinst den Küchenherd, wo man Speisen zubereitet und so, der Ja, Herd? vielleicht könnt ihr das, ich habe es gerade nicht da, vielleicht könnt ihr das über Videotext gleich später einblenden. Also die folgende Idee ist, es ist das Szenario von Herr der Herr ist eine völlig verrückte Idee. Und zwar stellen wir uns vor, dass eine Regierung beschließt, dass sämtliche Herde in allen Haushalten ausgetauscht werden müssen gegen einen neuen magischen Herd, der bestimmte magische Eigenschaften hat. Und wer diesen Herd nicht einbaut, der ist moralisch böse. Und zufälligerweise verdienen auch Leute, mit denen sich die Regierung gut versteht, an diesem Einbau der Herde. Und dieses Buch, diese Novelle verhandelt dieses völlig ausgedachte und komplett unrealistische Szenario, weil so ein Quatsch, dass alle Haushalte ein funktionierende Geräte neu mit ganz anderer Technik kaufen müssen, das wird doch niemand machen. Ich habe so eine Ahnung, in was für eine Parallele das zur Jetztzeit ist. Ich lese mal hier Keine Ahnung, kurz wovon vor, du sprichst, was keine da Ahnung. bei Amazon steht. Herr der Herde ist eine Novelle des Essayisten Dushan Wegner und Herr der Herde ist Pflichtlektüre, um vom Wahnsinn unserer Zeit nicht selbst wahnsinnig zu werden. Das finde ich ja schon mal. Das finde ich Das ja ist der schon. späte Wegner. Aber. Ich habe ja mal diesen, ich, dieses, ich weiß, es ist nervig, wenn ich dieses relevante Strukturen hochhalte, aber das ist tatsächlich so die Grundlage, wer mich verstehen will, muss relevante Strukturen verstehen, weil ich habe tatsächlich meine ganze Arbeit damit begonnen, dass ich tatsächlich im jugendlichen Leichtsinn eines 35-Jährigen überzeugt war, man kann die Welt davon, man kann die Welt besser machen, wenn man nur die Menschen davon überzeugt oder den Menschen zeigt, wie ethische Meinungen entstehen, wie ethische Meinungen manipuliert werden können, wie ethische Meinungen konstruiert werden können, wie wir selber unsere ethischen Meinungen uns selber konstruieren, je nach Tagesbedarf. Heute bin ich davon weg, die Welt zu reparieren, indem ich Ethik erkläre. Nicht, weil es nicht notwendig wäre, sondern weil man dann doch gegen Mauern stößt. Ich meine, alle Debatten heute, sei es Impfung, sonst was, nichts ist mehr rational, alles nur noch, wer ist gut, wer ist böse. Heute tendiere ich mehr zum, wir müssen versuchen, am Wahnsinn nicht wahnsinnig zu werden. Wir müssen versuchen, wenn ich. Wenn es hier sowieso um mich geht, dann kann ich auch das andere hochhalten. Ein anderes ist quasi Nachfolgebuch zu relevanten Strukturen. Ich denke, wir müssen heute loslassen. Müssen einfach alles, wirklich alles loslassen, was uns persönlich nicht wichtig ist, auch wenn es teilweise Schmerz ist, schmerzhaft ist, weil der Wahnsinn, der noch alles auf uns zukommt, wird so viel Energie schlucken. Ich meine, ist ja bereits so, dass wir einfach immer weniger Zeit werden können, was nicht. Immer weniger Zeit haben werden für das, was nicht relevant ist. Ja, zum Thema Ethik und Moral, da kommt mir spontan, behauptet nicht jeder von sich selbst, also auch sich diametral gegenübergestellte politische Gruppen behaupten von sich selbst, dass sie sich auf einen ethisch-moralischen Kompass berufen, ne? Das würde ich mal so konstatieren und diesen durchaus haben. Aber ich glaube, das hast du auch in einem deiner letzten Texte verarbeitet.
diese Werte, diese Überzeugungen, die Moral, die wird eben dann oft gekapert und ins Gegenteil verkehrt. Stichwort letzte Generation und so weiter, wo man ja schon das Gefühl hat, die sind zum Teil davon überzeugt, dass sie für eine gute Sache eintreten und dass sie keinen anderen Ausweg sehen, als zu diesen drastischen Mitteln zu greifen. Das Gleiche hatte man beim Impfthema, wo man den Leuten auch nicht unterstellen wollte, so richtig, dass sie nicht wirklich am Wohlergehen ihrer Mitmenschen interessiert waren, sondern dass sie einfach nur halt auf die falsche Fährte vielleicht aus meiner Sicht geleitet wurden. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich denke, jede moderne Debatte ist eine ethische Debatte. Es gibt keinen moralischen Konsens mehr. Es gibt einen Streit innerhalb welcher Moral handeln wir überhaupt. Und gerade diese beiden Themen, Impfung und Klima, sind ja geradezu paradigmatisch dafür. Soll ich das Buch kurz zusammenfassen, dieses Relevante Strukturen? Ja? Ethik ist im Prinzip eine Sache wie die Wahrnehmung von Farbe oder wie die Wahrnehmung von wie Liebe. Es sind Sachen, die uns angeboren sind und die essentiell und überlebenswichtig sind. Eine Gesellschaft ohne gemeinsame Ethik wird auseinanderfallen. Eine Gesellschaft, die zum Beispiel Kinder nicht wichtig findet, wird auseinanderfallen oder wird aussterben. Das heißt, wir haben das Gefühl, dass diese Dinge basal und absolut sind. Sind sie aber allerdings nicht. Ethik ist im Prinzip einfach. Wir haben jeder Strukturen, die uns relevant sind. Zum Beispiel unser eigener Körper, unsere Familie, hoffentlich, unsere Straße, unsere Straßengemeinschaft, unser Staat, unsere Nation, aber auch abstrakte Sachen wie Religion, manche zum Beispiel findet die Wissenschaft als solches als eine relevante Struktur. Manche empfindet die Wahrheit als relevante Struktur. Und stellen wir uns eine Gesellschaft vor, in der Wahrheit überhaupt nichts mehr für niemanden relevant ist, die wird sofort auseinanderfallen. So, und wenn eine Struktur, die uns relevant ist, zum Beispiel unsere Familie oder eine Familie, die wir via der angeborene Funktion Empathie als relevant empfinden, wenn die geschwächt wird, finden wir die Schwächung einer relevanten Struktur böse. Und die Stärkung einer relevanten Struktur, etwa wenn man dem Kind etwas Gutes tut, empfinden wir als gut. So einfach ist das. Das heißt, alle Manipulation und alle Veränderung von ethischer Wahrnehmung basiert immer auf einem von zwei Mechanismen. Entweder ich sage dir, diese Struktur ist jetzt maximal relevant, aus diesen oder jenen Gründen, oder das, was da passiert, das stärkt oder schwächt diese oder jene Struktur oder tut es nicht. Das heißt, ich muss entweder dir eine Struktur maximal relevant machen, zum Beispiel, wenn plötzlich und ich sage nicht immer, dass ich nicht nur weil sowas passiert, dass ich nicht dieser Meinung bin. Das ist aber Ukraine zum Beispiel wird dir erst dann relevant, wenn dir ständig von Ukraine erzählt wird. Ich meine, wie viele andere Kriege finden auf der Welt statt zu jedem gegebenen Zeitpunkt? Aber wir wissen nicht davon, weil sie uns nicht relevant gemacht werden. Oder ich muss dir zeigen, dass irgendwas tatsächlich stärkt und schwächt. Zum Beispiel wir alle sind uns darüber einig, dass wir irgendwo ein Stück weit vom Wetter abhängig sind und vom Klima, dass unser Leben vom Klima abhängt. Also, das steht erstmal da, das wird niemand bestreiten. Also muss man die Stärkung bzw. Schwächung deutlich machen. Da haben wir es also im einen Fall handelt es sich um eine emotionale Geschichte. Emotional relevant machen oder die Stärkung oder Schwächung relevant machen. So, bei der Impfung hatten wir jetzt eine Faktengeschichte. Stärktes oder schwächtes. Beim Klima so ähnlich. Bei Kriegseintritten zum Beispiel, wir erinnern uns an damals in Kuwait die Geburtskastenlüge. Da musste Kuwait war uns erstmal so egal wie jedes andere ferne Land, mehr oder weniger auch. Also musste über diese Geburtskastenlüge uns das Land emotional relevant gemacht werden. Weil niemand hat bestritten, dass ein Einmarsch schlecht dass da eingemarschiert wurde oder nicht einmarschiert wurde. Das hat niemand bestritten.
die Fakten, die standen. Also musste das Land relevant gemacht werden. Und über diese beiden Hebel finden quasi alle Debatten, ethischen Debatten statt. Und ja, jetzt bei diesem, bei den Klimaleuten, die haben, also die untere Charge hat sich so sehr hineingesteigert in diese erstens in die Tatsache, dass es menschengemachten Klimawandel gibt und zweitens, dass es nichts Wichtigeres ist, dass sie sogar jetzt inzwischen bereit sind, das Leben anderer Menschen und das eigene Leben für die vermeintliche Klimarettung zu opfern. Das heißt, sie haben nur noch Klima und ihren Klimakampf als relevante Struktur und das eigene Leben komplett hintangestellt inzwischen und das Leben von potenziellen Opfern. Und das ist typisch für Sekten, dass das eigene Leben komplett hintangestellt wird. Und auch für andere Szenarien entweder, wenn ein Vater sein Kind rettet und sein eigenes Leben riskiert, aber... Ist was anderes, ja. Aaron, du hast gerade schon einen Gedanken gehabt, bevor ich mit meinem ansetze. Ja, zwei Gedanken. Der letzte kam mir jetzt erst gerade bei deinen letzten Worten in deinem letzten Text vom 13.07. Wie viel Klimakleber steckt in dir? Da hast du das auch ganz gut auf den Punkt gebracht. Also wenn es mal zu einem Tod kommen sollte, und es kam ja bereits zu einem Tod, der dadurch ausgelöst wurde, dass ein Krankenwagen nicht durch die Klimakleberblockaden durchkam und der Patient verstarb, dann ist das Signal für solche sektenähnlichen Strukturen nicht, dass das jetzt ein Impuls ist, damit aufzuhören, sondern wenn jetzt schon ein Opfer gebracht wurde, schreibst du, dann ist es ein Grund, weiterzumachen, weil dann ist er wenigstens für was gestorben. Also das ist wirklich eine interessante Beobachtung. Und das andere mit den relevanten Strukturen, da habe ich dir auch aufmerksam zugehört, da kam mir spontan, während man das Klima und das Wetter und die Hitze gerade sehr relevant macht, muss gleichzeitig im Umkehrschluss zum Beispiel das ganze Thema Kinderkriegen und Familie und sowas ein bisschen irrelevanter gemacht werden, weil ja hier Klimaschädling Kind und so solche diabolischen Ausdrücke vernimmt man ja zum Teil aus den Medien. Ja. Bevor du einsetzt, Dusan, du hast nämlich in deinem aktuellen Artikel von gestern, vom 13.07., hast du Bezug genommen auf einen Vorfall, der vor kurzem stattgefunden hat. Das war auch irgendwann in dieser Woche, am Tag vorher, glaube ich. Und zwar ist es ein Video aufgetaucht, wo ein LKW-Fahrer in einen Stau geraten ist, sehr aufgebracht eben durch diese letzte Generation Sitzblockade. Er kam nicht voran und ich glaube, wir schauen uns jetzt einfach mal kurz an und gehen dann darauf ein, was du genau gemeint hast. Wir können das auch gerne kommentieren. Also er schiebt ihn da richtig so fast 2 Meter vor sich hin. Die Aktivisten der letzten Generation blockierten am Mittwochnachmittag den Heinrich-Heinering in Stralsund. Bevor die Polizei reagieren konnte, verliert ein LKW-Fahrer die Fassung. Ein Video auf Twitter zeigt das den ganze Vorfall. Video? Der Fahrer zerrt die Protestierenden von der Straße. Einen würgt er, einem anderen droht er Schläge an. Kurz mal vor, zurückgesprungen. Es kommt nur noch eine Wiederholung. Ich glaube, ab jetzt kommt immer eine Wiederholung. Genau, ja. Als all seine Versuche ohne Erfolg sind, steigt der Mann wieder in sein Fahrzeug und fährt los. Einen Klimaaktivisten schiebt er einfach vor sich her. Stopp, an dieser Stelle, er dann meint, bremst. Ihn weggeschoben zu haben. Und er sieht nicht, dass er zurückgekommen ist. So interpretiere ich das. Ja, ja. Also er hat ihn weggezogen. Er hat ihn weggezogen, ja. Zum einen die Frau hier, den hat er weggezogen, so sehe ich das zumindest. Er denkt also, dass er auf dem Bordstein liegt. Er denkt, dass er auf dem Bordstein ist. Doch dieser, und können wir das kurz hier anhalten? Ja. Mein gestriger Artikel ging wesentlich um die Frage, um diese Frage, perfekter Stelle zum Stehenbleiben, was geht in diesem Punkt im Kopf des jungen Herrn der vor? Da. Welche Mechanismen findet statt? Weil die Faktenlage ist, hier ist eine Maschine, die... Wenn du von der überrollt wirst, war es das. Dann hast du keine Schmerzen mehr. Wenn du, er sieht, hier habe ich es mit einem aufgebrachten Menschen zu tun, der offensichtlich bereit ist, emotional und zielgerichtet zu handeln. Er hat mich zur Seite getragen.
Was macht er? Er setzt sich neu für den LKW. Mhm. Wenn er auch nur ein IQ von ein bisschen über Raumtemperatur hat, wovon ich ausgehe, muss ihm klar sein, ich kann, guck mal, in dem Moment, er setzt sich hin, nachdem er diese Szene sieht. Genau, der droht ihm ja mit der Faust. Der setzt sich hin, nachdem er diese Szene sieht. Das heißt, nach aller meiner Lebenserfahrung, ist da ein bisschen die Bereitschaft, den eigenen Tod in Kauf zu nehmen. Und jetzt guck mal genau die Szene nochmal, was du beschrieben hast, auch in deinem Blog. Der LKW-Fahrer sieht hinter ihm nicht mehr den Typ, der da schon steht, geht jetzt in sein Fahrzeug wieder und jetzt sitzt sich der nach vorne dahin und in dem Moment, als der LKW-Fahrer hier Platz nimmt, ist der da vorne unsichtbar. Deswegen gibt es diese Spiegel auf allen Seiten von dem LKW, die toten Winkelspiegel, und der wusste gar nicht, dass der da vorne dran sitzt. Der konnte es vielleicht sie noch rational kennen, davon auszugehen, dass er auf dem Gehweg noch sitzt. Doch dieser, und das ist einfach Sektenverhalten. Jetzt, der junge Mann nimmt meiner Meinung nach seinen Tod in Kauf. Der Fahrer fährt 2 Meter. Und sieht daneben, hält er an wegen ihr hier. Er merkt, dass die da noch sitzt. Und ich glaube, den hat er gar nicht auf dem Schirm gehabt. Oder es wird gebrüllt, ich weiß es nicht. Ich lass mal weiterlaufen. Dann bremst er erneut ab. Nur der Unterboden am LKW verhindert wohl, dass er den Aktivisten... Es geht, glaube ich, danach nicht weiter. Dushan, weißt du, bist du für mich, gibt's noch ein Video, ich meine, ein längeres gesehen zu haben, wo er jetzt dann ausweicht und wegfährt. Ja, das gibt es noch mit dem Wegfahren. Aber uns ging es jetzt primär darum, um zu zeigen, was denn eben jetzt der große Aufreger ist, weil der Mann wurde... Der ist dann weggefahren, als die Polizei kam, war er schon weg, das hieß dann Fahrerflucht, dann hat er sich aber nach einer halben Stunde gestellt bei den lokalen Behörden, ihm wurde sofort der Führerschein weggenommen und hat auch seinen Job verloren, Moment, wo war das jetzt hier, und dann kommt aber gleichzeitig noch die Schlagzeile von der Jungen Freiheit, Unternehmer bietet Job für entlassenen LKW-Fahrer an. Also gleich die Gegenreaktion, die kam dann sofort auch, dass sich Leute also solidarisch mit ihm verhalten haben. Das können wir bestimmt auch noch aufnehmen. Aber jetzt nochmal zu deinem Punkt. Sektenähnliches Verhalten, Leute, die dann eben irgendwelche Gifte nehmen oder sich mit ihren anderen Opfern, mit Opfern, vermeintlichen Opfern in die Luft sprengen, haben wir diesen Punkt schon erreicht, dass das hier eine religiös überhöhte Sekte ist, weil gerade hier gab es noch die Meldung von 2 nagelneuen BMW X5, die angezündet worden sind und die letzte Generation sogar die Verantwortung dafür übernommen hat, in einem Bekennerschreiben. Also dieser Schritt hin zu einer gewalttätigen Gruppierung, da viele reden ja schon von einer grünen RAF, siehst du da die nächste Eskalationsstufe erreicht in diesem Verhalten? Ich denke, wir müssen sehr genau unterscheiden oder ein bisschen drauf uns dessen bewusst sein, wie Begriffe funktionieren. Wir haben ja immer diesen Versuch, dass irgendwelche Autoritäten, Leute mit Krawatte im ARD und ZDF definieren, das und das bedeutet das und das. Also ein Sektenbeauftragter der evangelischen Kirche will bestimmt nicht sagen, das ist eine Sekte. Auf der anderen Seite gibt es was... die Bedeutung der Wörter im Alltag, die ähnliche Debatte haben wir ja bei Mann und Frau auch. Was bedeuten diese Wörter in der realen Anwendung und was bedeuten sie laut irgendwelchen Autoritäten? Und deswegen sage ich nur, dies ist Verhalten, was mich sehr an das Verhalten von Gruppen erinnert, bei denen Konsens besteht, dass diese Gruppen suizidale Sekten sind. Sind sie damit eine suizidale Sekte? Es ist egal. Die Frage ist, verstehe ich es? Und oder verstehen wir uns, wenn wir miteinander reden? Können wir mit diesen Begriffen funktionieren? Und deswegen ist es präzise, was ich sagen will. Sie erinnern mich an sie bringen einiges mit, um eine suizidale Sekte genannt zu werden. Vor allem sie. Wie zum Beispiel die. Also ich meine, wenn man, nehmen wir eine. Ich will jetzt, um ehrlich zu sein, die sozialen Sekten, die mir so einfallen, gar nicht damit würdigen, ihren Namen zu nennen. Mir fallen einige ein. Aber häufig gehen sie damit ein, dass sie erwarten, dass UFOs kommen und sie retten werden oder dass etwas anderes passiert und dass sie entweder, dass die einzige Art und Weise, die Seele oder die eigene Seele oder die Seele der Welt zu retten, den eigenen Tod oder den Tod anderer Menschen involviert. Wenn es nur den eigenen Tod involviert, dann ist es
spätestens dann tragisch, wenn Kinder involviert sind oder Menschen, wo man sagte, die hatten ein schwieriges Leben und sind dann in die Sekte gerutscht. Aber wenn sie dann den Tod anderer Leute in Kauf nehmen, ja, Leute, die wo der KTW, wo der Rettungswagen nicht rechtzeitig ankommen kann, da müssen wir schon fragen, ob wir deren Absolutheit der Klimarettung als einzig relevante Struktur so hinnehmen wollen. Habe ich es vorsichtig und präzise genug ausgedrückt? Ich meine, du hast in dem Text ja auch den Gedanken aufgenommen, dass die anderen aus der letzten Generation, die diese Ereignisse beobachten, auch eigentlich wenig helfend dann einschreiten, sondern eher immer nur filmend da stehen und das ganze Geschehen beobachten, ohne da jetzt wirklich aktiv sein, irgendwas machen zu wollen. Also die nehmen sogar die Opfer der eigenen Mitglieder mit in Kauf für das höhere Ziel, ja. Ich meine, das haben wir jetzt in dieser Szene gesehen. Meine Vermutung ist sogar, und das erinnert mich auch an Sekte, wobei ich da interpretiere, wobei ich da hineindeute, er würde sich schämen, wenn er nicht wieder davor gegangen wäre. Sie saß da und schaute ihn an. Wenn ihr daran gelegen wäre, sein Leben zu schonen, hätte sie ihn nicht wegschicken müssen? Nee, sie hat sich wieder hingesetzt und ihn angeschaut. Und ich meine, küchenpsychologisch, schauen wir uns einfach die Fotos. Manchmal ist Küchenpsychologie kein schlechter Ratgeber. Schauen wir uns einfach die Fotos und die Interviews mit diesen Menschen an und fragen uns, erinnern die uns an das, was wir persönlich unter individuelle Freiheit verstehen? Sind Sie völlig frei in Ihrem Handeln? Wirken Sie wirklich selbstbestimmt? Eigentlich das genaue Gegenteil. Die Frage ist nur, woher das kommt. Und wenn man sie anschaut, die sind zwischen 18 und 28. Es gibt auch Ältere. Also es gab auch vor ein paar Monaten die Situation, als in München Autobahnen blockiert worden sind. Da war die A96 Richtung Lindau von einer Frau blockiert worden auf der Autobahn. Also jetzt nicht Stadtstraße, Autobahn oder so, sondern Autobahn, wo die Autos mit 100 und noch mehr Sachen angeschossen kommen, saß die mittendrin und das erste Auto, das eben hier gekommen ist, oder da war die Polizei auf dem Weg. Ein Polizist hat mit wirklich verbalem Einsatz und körperlichem Einsatz hat er die Frau weggeschleppt und wollte dann noch ihren Rucksack holen, der noch auf der Straße war. Und die ist aufgestanden, Mutter von zwei Kindern, von zwei Schulkindern, und ist wie ein trotziges Kind zurück auf die Autobahn gelaufen. So, erstens, ich erkenne dich als Autorität nicht an. Was du als Polizist mir sagst, hat für mich keine Gültigkeit. Und zweitens, mir ist es jetzt scheißegal, ob da jemand rechtzeitig bremst und dadurch vielleicht einen Unfall verursacht, sondern ich habe einen höheren Auftrag. Also deswegen, um auf diesen Gedanken zu kommen, deswegen beschreibe ich es jetzt auch so detailliert. Also ja, Sekte ist für mich durchaus ein Begriff, der da funktioniert in diesem Sinn. Und warum haben Sie diesen Eindruck? Weil man in den letzten 20, 30 Jahren und verstärkt in den letzten 5 Jahren, seit Greta Thunberg auf die Bildfläche kam, nichts anderes mehr hört auf dieser Welt. Du kannst in Deutschland kein Plakat, kein Produkt, kein Fahrzeug sehen, öffentlich, das nicht irgendwas mit dem Thema Klima zu tun hat. Also die Beaufschlagung, vor allem bei uns in Deutschland, mit dieser globalen Angst der Erwärmung und dadurch Überschmelzung der Polkappen etc. pp., Unglück, also Unwetter und so weiter, ihr wisst das ja alles. Das ist wirklich extrem und jetzt vielleicht auch ein bisschen Verteidigung für diese Leute. Haben die überhaupt eine Chance, das zu durchdringen, wenn sie sich nur im normalen Alltag in den öffentlich-rechtlichen Medien befinden? Es ist ja eigentlich fast unmöglich, da auszusteigen, oder? Ich meine, deswegen verwende ich manchmal dieses Wort Propagandastaat. Und ich denke, Deutschland, so wie ich den Begriff definiere, lässt sich als Propagandastaat verstehen oder lesen. Ein Staat, in dem der Bürger 24 Stunden und in allen seinen Lebensbereichen nonstop mit dem von oben vorgegebenen, relativ zu jedem gegebenen Zeitpunkt homogenen Meinungs- und Weltbild umhüllt ist. Indem es gar keine andere denkbare Möglichkeit gibt. Ich
würde mal gern ja, fragen, wie eure persönliche Wertung aussieht hinsichtlich des Lkw-Fahrers. Also ich habe jetzt erst gehört, seitdem wir hier sprechen, dass er seinen Job daraufhin verloren hat, was ja wohl auch sehr schnell ging. Ist auch die Frage, wie loyal der Arbeitgeber dazu ihm war, weil aus meiner Sicht kann man genauso viel Verständnis für den Lkw-Fahrer aufbringen. Also ich sehe halt nur, die Klimakleber haben ihre Intention, Absicht, Überzeugung. Und wer redet denn über den Lkw-Fahrer? Also der hat ja ganz offensichtlich auch irgendwie ganz große Probleme gehabt in der Situation. Wer fragt nach seinen Sorgen? Ich finde das immer extrem anmaßend, auch von, das kommt ja hinzu bei den Klimaklebern. Im Subtext ist ja auch immer so die Überzeugung, scheiß auf den Lkw-Fahrer, sage ich jetzt mal ganz platt. Ja, hat der vielleicht gerade einen Trauerfall in der Familie? Hat der vielleicht einen beschissenen Tag? Hat er schon Anschiss von seinem Chef heute bekommen und muss irgendwie ganz schnell was abliefern und ist schon zu spät und hat Zeitdruck? Also das sind doch alles menschlich nachvollziehbare Gründe, die einen auch aus der Haut fahren lassen können. Und dann sind da zwei Menschen, die einfach nur sagen, wir sitzen jetzt hier und deine Bedürfnisse haben überhaupt gar keine Relevanz für uns wegen, und so funktioniert es ja immer, einer übergeordneten Sache, Gesundheit, Frieden oder Klimaschutz, die aber der Lkw-Fahrer vielleicht zu Recht ganz sieht, weil zu all diesen Themen gibt es auch immer Argumente. Also genau, ich übergebe da an euch. Ganz kurz, falls sich jemand wundert, warum ich kurz mit der rechten Hand unten war, da kam jemand vorbei und wollte Knuddeleinheiten haben. Kannst du machen, solange du willst. Da bist du hier genau richtig. Gerne. Meine Sekretärin liegt auch unterhalb und ist hier auch ganz glücklich am Rummurmeln und Das so. kann man jetzt falsch verstehen, ja. Du, jeder weiß, dass mein Hund Laia damit gemeint ist. Wie heißt der Hund? Luna. Luna. Wie Okay. der Mond. Fantastisch. Luna darf auch mitgucken. Ja, nochmal zurück zu diesem Lkw-Fahrer. Also, der Mann muss offensichtlich auch eine kurze Zündschnur haben. Also, ich verstehe, dass da Stress entsteht, wenn die Leute zum wiederholten Male irgendwie einen Termin verbocken und der irgendwie Zeitdruck hat und so weiter. Aber in dem Moment, wenn da x Kameras rumstehen und dann so zu agieren, ich weiß, das war Affekt. Es ist mir klar, dass das eine Affekthandlung war und das hat man auch gesehen, wie der da gedroht hat und die Frau sich da weggeduckt hat und so weiter. Ich will ihn jetzt nicht verteidigen und so. Es war eine Affekthandlung in meinen Augen und worauf möchte ich jetzt hinaus? Ja, das hat der Sache bestimmt nicht. Das hat den Klimaklebern Aufwind gegeben. Also der Debatte um dieses ganze Thema herum, aber hat es gleichzeitig auch verschärft. Ja. Also ich sehe da jetzt die nächste Stufe und ich kann mir vorstellen, dass es demnächst irgendwann wirklich zu einem schweren Verletzten kommt, auf Seiten der letzten Generation, weil da jemand mit noch weniger Kontenance und noch weniger Beherrschung dann einfach losbrettert. Und dann steht halt jemand da und wird weggeschoben oder wird überfahren und so weiter. Und dann bin ich gespannt, wie die Debatte dann richtig losläuft. Weil wenn, das ist ja dann auch etwas offensichtlich, was da mitkalkuliert wird, so den Märtyrerstatus. Dass man eben jetzt dann sagen kann, seht ihr, so weit mussten wir gehen. Einer der unseren hat sich jetzt sogar schon geopfert. Und dann gibt es natürlich dann sämtliche Huldigungsrituale. Und das Ganze wird als Unerträgliche gesteigert werden und so. Aber das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das die nächste Stufe ist. Weil Erkenntnisprozesse oder einen gewissen Erkenntnisprozess auf deren Seiten kann ich nicht wirklich erkennen. Wie denn auch, wenn sie von den relevanten Informationen abgeschnitten werden? Und es gibt genügend Wissenschaftler, die sich ganz klar gegen dieses Narrativ stellen und sagen, also wissenschaftlich ist es totaler Quatsch und das ist alles andere als ein Konsens. Ja, wir haben auch genügend Leute schon hier im Programm gehabt, die das genau aufgezeigt haben, was da alles falsch läuft. Also erreichen tut man die Menschen nicht. Ja. Aaron hat da eben was sehr Wichtiges gesagt. Dieses Niemand fragt nach dem Lkw-Fahrer. Was ging in ihm vor? Das ist mir schon vor einiger Zeit aufgefallen, dass die sogenannten Guten heute erschreckend, erschreckend empathielos sind. Ich meine, das haben wir auch bei der Migrationsfrage gehabt, 2015. Niemand fragt, wie es den Opfern der
jungen Männer geht. Ja, die werden nicht mal genannt, die müssen dann von den bösen Rechten überhaupt erst mit Bild und Gesicht versehen werden. Und wenn die Mütter, ich kann mich erinnern an einen Fall eines Opfers, als die Mutter dann anfing, sich der Regierung die Schuld zu geben, dann galt sie plötzlich auch als Rechte. Oder niemand, oder ähnlich bei der Corona-Panik. Auch da werden die Opfer relativ empathielos, wenn sie nicht komplett abgedrängt werden, einfach relativ empathielos behandelt. Das ist eine Auffälligkeit auch in diesem Fall. Eine Linke bedeutet, es gibt nur uns als relevante Struktur und der Mitmensch ist einfach irrelevant. Aber ich meine, das war schon immer so bei Sozialisten aller Art. Der Abweichler, der Einzelne ist irrelevant, es zählt nur die gemeinsame Sache. Die Ideologie. Ich will jetzt keine Slogans zitieren, aber ja, schon klar. Wir kennen sie. Du hast über den Propagandastaat gesprochen. Siehst du denn diese, ich sag mal, freie Medienszene als das einzige Korrektiv oder das Korrektiv für eine mehr oder weniger komplett mit dem Strom schwimmende Mainstream-Berichterstattung, beziehungsweise wo verortest du in dieser Dichotomie vielleicht die privaten Medien oder solche neu aufkommenden Medien wie zum Beispiel Achtung Reichelt, die sich jetzt, glaube ich, News nennen seit einer Woche in diesem Spiel oder diesem Spektrum? Also ich denke, das auf keinen Fall. Es gibt auf jeden Fall eine homogene, sehr geschlossen auftretende Mainstream-Meinung. Da hast du einmal ARD, ZDF und dann die mit ihnen oft in Rechercheverbünden kooperierenden großen Bekannten immer. Wir kennen ja die Medienhäuser, die dann kooperieren oder deren Leute von direkt von der Gates-Stiftung teilweise für Projekte bezahlt werden oder die Geld, deren Journalisten absurde Summen von der Regierung für Moderation bekommen. Und die haben dann immer eine auffällig, wenn sie nicht gleich, wenn deren Haus nicht gleich in direkter SPD gehört. Also wir kennen diesen einen homogenen Block, wobei ich die den Rest, den privaten Rest als keineswegs homogen finde. Ich habe ja selbst in diesem Freidenker-Projekt, als überhaupt es lauter wurde mit den alternativen Meinungen, einige Blogs automatisch zusammengefasst. Ich denke, es gibt da sehr verschiedene und wir haben jetzt mit News.de ein neues Phänomen. Wir haben mit dem wirklich sehr, sehr erfahrenen und sehr fähigen Reichelt auch einen neuen Player, der mit einer gewissen Breitbeinigkeit in den Markt, in den alternativen Meinungsmarkt treten kann, der vermutlich auch Investoren hat und mehr. Ich meine, die Details sind bekannt, aber ich bin Philosoph nicht. Obwohl ich Medientheorie, also Theater, Film, Fernsehwissenschaft studiert habe, ich bin nicht als Philosoph, also ich sehe das eher so allgemein und was macht es mit mir? Bei den wirklich kleinen Privaten, bei den einzelnen freien Denkern, die mir besonders am Herzen liegen, also die Einzelkämpfer, die sich mit ihrer freien Meinung noch als Essayisten und tägliche Berichterstatter in den Meinungsmarkt hineinwagen, haben wir die Situation, dass man immer mit den Mitteln, die man hat, budgetieren muss, dass man gucken muss, dass man den Tag überlebt. Das ist bei euch nicht anders als bei mir. Ich denke, wir müssen auch darauf achten, auf die Dinge, die uns allen oder wo wir alle, also mit wir meine ich alle jenseits des Einheitsmeinungsblocks, ein bisschen blind sind aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel die größte Freiheitsbedrohung im Moment in Europa sehe ich als einmal die Chatkontrolle und einmal den digitalen Euro. Und das haben meines Wissens weder Menge der alternativen Parteien, auch eine Partei ist eine Menge,
von der ich mir wünsche, dass es sie mehr gäbe. Also ich bin definitiv der Meinung, es sollte mehr AfDs geben. Und in verschiedenen Couleurs. So wie es mehr SPDs gibt in verschiedenen Couleurs. Und dass also nicht nur die AfDs, sondern auch die privaten Medien das mehr auf dem Radar hätten. Es gibt auch Freiheitsbedrohungen, die wir aktuell nicht sehen. So ein bisschen wie das Äquivalent zu Umweltgiften, die wir nicht sehen, aber die dennoch ganz schön heftig einschlagen können. Ich meine, wir hatten das ja in aber es ist ein eigenes Thema. Die Frage war, was halte ich von den alternativen und freien Medien? Ich denke, sie sind keine geschlossene Gruppe. Es gibt verschiedene mit verschiedenen Ausrichtungen. Und es gibt die vielen Einzelkämpfer, die immer Einzelkämpfer, die mit ihrem sturen Kopf sind. Und dann gibt es einige größere alternative Verlagshäuser. Ich habe vorhin schon eine Idee gehabt oder einen Gedanken gehabt, und zwar, weil du gesagt hast, du bist jetzt 49, also nächstes Jahr, oder wirst du dieses Jahr noch 50 oder nächstes Jahr? Nee, ich bin jetzt im April. Okay, dann hast du... Wann ich Geburtstag habe? Wann denn? Am höchsten Feiertag, Tag der portugiesischen Revolution. Ich wurde an dem Tag geboren, das heißt, ich müsste es irgendwie versuchen, nächstes Jahr in Portugal zu sein an meinem Geburtstag, weil das wäre das größte Fest von denen überhaupt. Dann feiern die deinen Geburtstag mit. Ich bin am 17.03. geboren, das ist St. Patrick's Day, und da wird jedes Mal werden überall die Flüsse grün gefärbt, und ich denke mir, hey, ja, sogar die Allianz Arena hier wird dann in grün angestrahlt. Also nimm den Tag ruhig mit. Also für mich geht es eher in die Richtung so, für mich war die 50 irgendwie immer ein ja, so 40 gar nicht mal so, aber die 50 ist schon so eine Schallmauer, wo du denkst so, da spürt man seine eigene Endlichkeit auch so ein bisschen durch und fängt an, die großen Dinge zu sehen. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, du hast die Gnade gehabt, dass du schon etwas früher geboren bist und bist auch analog aufgewachsen, so wie ich auch, in den Kind der 70er Jahre. Wir haben die frühe Digitalisierung mitbekommen, wir haben auch die Entwicklung der sozialen Medien mitbekommen. Also ich hatte 99 meinen ersten Internetanschluss und mein erstes iPhone eben 2008 oder so. Ja? Also da waren wir alles schon erwachsene Männer und gereift in unseren neuralen Strukturen. Wenn du jetzt denkst, was, anders gefragt, wie hat sich deiner Wahrnehmung nach die Welt in den letzten 15 Jahren verändert? Kann man das nur aus unserer Sicht sehen, dass wir vorher erlebt haben, wie es vorher war? Ja, weil sie politische Debatten stattgefunden haben, wie der gesellschaftliche Diskurs stattgefunden hat, wie die Gesellschaft an sich aufgebaut war. Kannst du das jetzt irgendwie nachvollziehen, meinen Gedanken auch nachzuvollziehen, dass wir, ich will jetzt nicht sagen Gnade der frühen Geburt und sowas, aber dass man halt mit der Distanz der Jahre oder mit der Erfahrung der Jahre diese Zeit jetzt auch ganz anders einordnen kann? Wie du es vor allem einordnest, würde mich interessieren. Ja, simpel. Der Tod der Zeitungsabonnements war der Tod der Demokratie im klassischen Sinne. Also weil die Menschen keine Printpresse mehr lesen, oder was meinst du? Weil die Menschen nicht mehr lesen, weil es, wie ich jetzt habe ich das, also ich sagte der Demokratie im klassischen Sinne, im Sinne von der gebildete Citoyen, der Bürger, der weiß, was abgeht, der sich die Tageszeitungen gekauft hat oder bestellt hat fürs Jahr und dann sie nun mal liest. Und weil er sie nun mal liest, dann liest er, weil er am Abend nichts Besseres zu tun hat. Und dann liest er sie sich halt im komplett durch, und die langen Artikel, die etwas erklären. Ja, das war, es gab mal Zeiten, wir glauben es kaum, da haben Zeitungsartikel damit begonnen, dann haben Journalisten auch gelernt, sie damit beginnen, dass man am Anfang die Informationen verpackt hat. Das sind die Schlüsselinformationen, wer, wie, was, wo und so weiter. Und dann hat man den Rest runtergeschrieben, und er wurde auch gelesen von den Menschen, die es ja sowieso abonniert hatten. Und so haben sie mitbekommen, was passiert und was die Hintergründe sind. Und so haben sie sich jeden Tag ein solides Weltbild verschaffen. Und das waren auch die Zeiten als Journalisten auf dem anderen Ende der Image-Skala waren.
indem es einfach tot ist. Wer bestellt denn heute noch einen Totbaum-Abonnement mit zu sich nach Hause? Ich weiß nicht, ich sehe die Zeitung ja jeden Tag im Supermarkt, aber ich weiß nicht, wer sie kauft. Indem diese Pflicht zur Generalmeinungs, zum Generalüberblick. Also es war quasi Pflicht, daheim ein Zeitungsabonnement zu haben, ob es jetzt Kölner Stadtanzeige oder Frankfurter Allgemeine oder sogar eine Wochenzeitung wie die Zeit war. Man hat sie gelesen. Ich kann mich erinnern, als die Zeit zu lesen für mich nicht ein großes Fremdschämenfest war, sondern das war für mich das Ereignis der Woche. Da in Köln gab es dieses im Museum für angewandte Kunst, dieses Museumsfrühstück. Da ging ich hin und habe mir Museumsfrühstück und erstmal die Sonntagszeitungen alle durchgelesen. Oder die Zeit vom Donnerstag. Diese Zeitung als Pflichtbildung ist ja weggefallen. Jetzt haben wir die Währung ist ja, wie kann ich den Bürger dazu bewegen, entweder eine Zeit lang zu klicken, weil die Klicks werden dann verkauft als Eyeballs an die Werbeagentur und dann später, wie kann ich so teasern, dass der User zum Abo verführt wird und zum Digitalabo, ja? Das heißt, man überzeugt jetzt nicht mehr, du brauchst diese Zeitung für Allgemeinbildung, sondern dieser Skandal ist so schlimm, du musst jetzt ein Abo abschließen. Dann kündigst du ja später und dann kommt der nächste Skandal, den musst du jetzt lesen. Sonst. Also man appelliert an ganz andere Triebe im Menschen. Nicht mehr an den Wunsch, gebildet zu sein, sondern an sehr animalische, unschöne Triebe. Damit also ist, ich denke, wir sagen, Demokratie ist es, wenn Parlament sagt, dass es Demokratie ist. Ich denke, für mein Verständnis von Demokratie gehört auch dazu, dass der Wähler eine gewisse Grundbildung hat. Und die ist mit dem Tod des Zeitungsabos, also wohlgemerkt mit, nicht durch, sondern mit, das geht einher. Die ist erstmal so vorbei. Das ist die eine Veränderung, die ich sehe. Die andere Veränderung ist die, dass ein Großteil junger Menschen durch eine sympathische chinesische Sozialplattform das Gehirn einfach irreparabel beschädigt ist fürs Leben. Die sind weg. Puh, krasse Aussage, du meinst TikTok, ne? Natürlich. Ja. Okay, warum ist es deiner Meinung nach irreparabel und was ist da der Haupteffekt, was bei den jungen Menschen passiert? Dass Kindheit und Jugend haben biologisch einen einzigen Zweck. Was ist der Zweck der Kindheit? Zu reifen. Zu lernen. Lernen bedeutet, dass man das Kind, Entschuldigung, bin gegen das Mikrofon gekommen, das kindliche Gehirn kann ja im Prinzip alles machen. Und wir lernen, indem wir, das Kind lernt, indem es alles das wegtut, was keinen Sinn ergibt. Und sehr, sehr, sehr ungefähr gesprochen. Und wer das Kind lernt und kindliches Spielen, jemand hat mal gesagt, Spielen ist ein anderes Wort für Lernen, für gut gemachtes Lernen. Das heißt, indem das Kind mit TikTok umgeht oder spielt oder indem es damit beschäftigt ist, lernt es eine einzige Sache, und zwar TikTok zu bedienen. Und TikTok bringt dem Kind bei, ständig den nächsten Dopamin-Hit, den nächsten den nächsten Hormonschub, also zu suchen. Die ewige Suche, wie ein wobei Instagram und die anderen, wie sie alle heißen, sind ja nicht anders. TikTok ist noch sehr, sehr, sehr viel besser daran. Und vielleicht auch anders motiviert, weil es gibt ja einen TikTok-Pendant in China und das ist nicht dasselbe. Angeblich soll es da viel gebildeter zugehen. Und man kann schon heute, also das sage ich jetzt nicht als meine persönliche Meinung. Ich habe das, glaube ich, irgendwo verlinkt. Das kann man auch googeln. Es gibt auch genug Forschung zu dem Thema, wie kindliche Gehirne nachhaltig fürs Leben so umdressiert werden, dass es irreparabel ist. Ich meine, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Es gilt aber auch andersrum, was Hänschen lernt, verlernt Hans nimmermehr. Das heißt, die Kinder lernen nicht mehr. Ich kann mich erinnern, ich meine, ein guter Teil meiner Persönlichkeit stammt aus den Büchern, die ich gelesen habe. Für mich war es ein Skandal, wenn ich heimlich bis 12:30 morgens Unendliche Geschichte oder was weiß ich gelesen habe.
ich sehe Kinder, die sind nicht in der Lage, über ein TikTok-Video hinaus sich zu konzentrieren. Weil das Gehirn irreparabel schon auf diese Art von Informationsgewinnung programmiert ist, ja, also auch und Dopamin. Was wirst du mit Kindern machen, die über Jahre hinweg auf den nächsten Hit hin? Ja. Das ist quasi digitales Heroin. Das sind als das sind quasi digitale Drogenabhängige und damit wachsen die auf und dann kleben sie sich irgendwann an der Straße fest. Lass mich das hier mal nochmal kurz aufgreifen, weil ich das auch bei mir selber beobachte und bei anderen Erwachsenen. Also wir surfen alle durchs Netz und machen im Rahmen unserer Arbeit Informationsgewinnung. Wir informieren uns für die einzelnen Sendungen, für die Interviews. Man versucht ein allgemeines Lagebild der Welt sich zu generieren. Gar nicht so einfach in dieser schnelllebigen Zeit mit dem Krieg und mit allen Verwerfungen, die es gibt. Und es ist sehr einfach, über diese Telegram-Gruppen oder über diese sozialen Kanäle wichtige Infos und Schlagzeilen zu bekommen. Man muss natürlich dann tiefer gehen und das verfeinern, das Bild. Aber ich merke selber, dass es mir immer schwerer fällt, Bücher konzentriert lange zu lesen. Ja? Also früher habe ich 200 Seiten am Stück gelesen am Nachmittag und es ist mir erst mal aufgefallen, hoppla, ich sollte mal was trinken. Ich lese jetzt schon seit 2,5 Stunden. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal 100 Seiten am Stück gelesen habe. Weißt du, an einem Stück wirklich, wo du konzentriert in diesem Ding drin bist. Und das geht mir so als Erwachsenem und anderen. Und ich möchte da mal kurz den Herrn Spitzer zitieren, der in meinen Augen auch ein genialer Hirnforscher ist. Er ist in meiner Richtung zwar bei Corona komplett falsch abgebogen und hat sich da natürlich dann auch irgendwie als Person in meinen Augen ein bisschen disqualifiziert. Ich erinnere an den unsäglichen Auftritt bei Servus TV, wo er eine Schimpftirade auf alle Corona-Kritiker losgelassen hat. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Es geht um seine Arbeit als Hirnforscher und er hat 2012 oder so, hat er das Buch schon rausgebracht, Digitale Demenz und Cyberkrank, das kam dann auch irgendwann. Und seinen Forschungen nach war es so, wenn die Kinder jetzt, also er hat gar nicht mal so Smartphones konkret gemeint, sondern digitale Medien und auch Fernsehen insgesamt. Ich muss jetzt kurz ein bisschen ausholen, damit der Gedanke klar wird. Wir kommen auf die Welt mit 100 Milliarden Nervenzellen und die werden im Laufe der Entwicklung weniger. Also das Gehirn hat am Anfang der Geburt die meisten Gehirnzellen und dann werden die sukzessive abgebaut, weil sich neurale Strukturen bilden, die für den Einzelnen relevant sind. Das ist genetisch bedingt, das ist durch die Umwelt bedingt, durch die Erfahrungen und so und dann bilden sich die neuralen Strukturen. Und jedes Kind, jeder Mensch fängt an zu begreifen mit den Händen, weil es da ein sensorisches Feedback gibt. Wenn ich jetzt als Kind viele, viele tausend Stunden in meinem Leben über eine Oberfläche streife, die kein sensorisches Feedback hat, weil ob ich jetzt ein TikTok-Video anklicke, ob bei Instagram bin oder einfach nur ein Buch lese online, das ist immer die gleiche sensorische Rückmeldung. Das heißt, im Gehirn bilden sich keine neuralen Strukturen, wie wenn ich jetzt draußen im Garten spielen würde, klettern, fangen spielen, im Sand basteln, irgendwas oder so. Das heißt also, die Netzwerke, die da oben eigentlich sich bilden sollten, sind unwiederbringlich verloren. Und das wussten wir schon von vor 10, 15 Jahren. Und jetzt haben wir die Entwicklung noch weiter gekriegt und gerade jetzt auch mit den neuen, also es wird ja immer schneller, es wird ja immer besser, die Technik auch, die Auflösungen, die Datengeschwindigkeiten und so weiter. Wenn ich da diesen Gedanken von dir am Anfang nochmal aufnehme, dann sind wir eigentlich komplett verloren schon. Oder zumindest die neueste Generation, die jetzt hier heranwächst, die wird ja gar nicht in der Lage sein, so große Gedanken zu entwickeln und daraufhin dann Studien zu machen, neue Erfindungen zu machen und so weiter. Verblöden wir konsequent daraus? Nicht alle, aber einige. Die meisten oder nur ein paar? Weißt, das ist so die große Frage, weil viele sagen, ja, ich spiele jetzt mal den Stoner, unser Kollege, der Gott sei Dank immer wieder so ein bisschen Relativierung reinbringt bei allen Gedanken, so nach Mutter, ja, aber nicht alle Kinder sind so drauf und viele erkennen auch, dass das ganz anders laufen kann und lösen sich ein bisschen von den Strukturen. Sind das die Ausnahmen oder was meint ihr? Wo sind wir da mittlerweile? Ich habe keine aktuellen Statistiken. Also es gibt sie. Ich habe sie nur nicht jetzt im Kopf und parat. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich das erste Mal eine Familie gesehen hatte, die ihrem kleinen Kind buchstäblich das iPad an den Kinderwagen montiert hatte. Habe ich auch schon gesehen. Kopfhörer auf die Ohren getan hatte.
Ich war schockiert und ich musste mich echt selber, und ich habe es gesehen, also aus dem Augenwinkel, da liefen diese chinesischen AI oder von asiatischen AI Werkstätten massenhaft angefertigten Bullshit-Videos drauf, die die Kinder einfach hypnotisiert halten mit komplettem Gedankenmüll. Und ich musste mich echt zurückhalten, nicht einzuschalten. Da irgendwie nicht irgendwie verbal irgendwas oder einzuschalten. Ich hätte mich auch gefürchtet, weil die Eltern wogen jeder doppelt so viel wie ich. Mittlerweile sehe ich's und ich versuche mir selber zu sagen, ist halt so. Und ich denke, es ist tatsächlich eine sehr Entweder-Oder-Sache. Entweder Eltern kämpfen dagegen an und es gelingt ihnen, die Kinder davon wegzuziehen, oder nicht. Dann würde ich auch gerne mal noch ein ganz großes Thema aufmachen. Ich hoffe, ich kriege das jetzt irgendwie formuliert. Ich hatte gestern zum Beispiel eine Buchbesprechung, da ging es so um die Themen Transhumanismus, Posthumanismus, Singularität. Das sind aus meiner Sicht ja so die ganz, ganz großen Meta-Themen unserer Zeit, weil die zum Teil auch unser Vorstellbares überschreiten und unser ganzes Leben, wie es seit Jahrtausenden auf dem Planeten stattfindet, generell angreifen oder in Frage stellen. Und da ist mir zum ersten Mal was bewusst geworden. Also es gibt eine Unterscheidung wohl zwischen Post- und Transhumanismus. Wir leben bereits in der transhumanistischen Phase, weil wir verschmelzen bereits mit den Geräten. Wir haben bereits VR-Brillen. Wir sehen uns jetzt gerade hier im virtuellen Raum. Wir haben im wahrsten Sinne des Wortes neben unserer körperlichen, leiblichen Persönlichkeit schon virtuelle Avatare von uns. Also mein Twitter-Profil zum Beispiel bin nicht ich, aber irgendwo enthält es Anteile von mir und man könnte fast schon sagen, es existiert ein bisschen unabhängig von mir, weil das könnte theoretisch auch jemand anderes schreiben und die Leute hätten trotzdem Aaron vor sich. So. Also der Gedanke ist klar geworden. Siehst du da langfristig vielleicht die größte Umwälzung, die größte Gefahr? Sind wir da gerade in so einer seltsamen Transition, die irgendwann mal mit einem Knall enden wird, mit so einer Singularität, Stichwort auch AI und so weiter? Oder geht es ab jetzt halt immer so weiter, wie es die letzten 10, 15 Jahre geht? Es wird immer mehr Einzug erhalten in unser Leben. Wir werden immer noch virtueller, digitaler verschmelzen. Aber es kommt nie zu so einer technischen Singularität, wie sie ja zum Teil prophezeit wird. Hast du da eine Position? Oh, Hunderte. oder ein Dutzend. Okay. Was das Plötzliche angeht, würde ich gerne darauf hinweisen, dass was sich für uns im Alltag als plötzlich oder als lang anfühlt, geschichtlich nicht immer plötzlich oder anders ist. Für uns hier fühlen sich 10 Jahre mehr oder weniger als sehr viel an. Geschichtlich sind auch 100 Jahre fast gar nichts. Also wenn es innerhalb der nächsten 10 Jahre oder innerhalb der nächsten 20, 30 Jahre passiert, dann ist es geschichtlich auch ein Sofort. Mhm. Also ich denke, ja, es wird plötzlich passieren im Sinne von 10, 20, 30 Jahre. Zweitens denke ich aber, wir werden, und darin sind wir groß, es anderen Phänomenen zuschreiben. Wir werden nicht darüber nachdenken, warum es passiert. Als Beispiel, ich habe in meinem Blog, habe ich eine Funktion, die Vorschaubilder generiert. Also andersrum. Ich habe mal früher, als wenn ich ein Vorschaubild für Social Media generiere, habe ich ein Logo immer von Handmade Photoshop eingeblendet. Dann habe ich irgendwann GPT-4 genommen und habe mir eine Funktion schreiben lassen, die das für mich macht, und habe Photoshop gekündigt. Das ist jetzt mein mikrokleines Beispiel. In diesem Fall habe ich nur die Einnahmen von dem Riesenkonzern Adobe um das kleine bisschen geschmälert und meine eigene Arbeitszeit eingespart. Aber wenn ein Unternehmen das machen würde und wenn ein Unternehmen das tausend- und millionenfach machen würde, hätte AI Arbeitsplätze ersetzt und gleichzeitig wären die Menschen, die übrig bleiben, viel, viel effektiver. Also ich denke, das ist der erste Schritt, der jetzt durch diese neuen technischen Möglichkeiten passieren wird.
Es wird eine weitere Zweispaltung der Menschen geben, die das Ganze bedienen. Die werden durch AI hypereffektiv. Und die anderen, die plötzlich entlassen werden. Ich meine, die ganzen, einige Konzerne haben jetzt angefangen, Tausende von Leuten zu entlassen. Nicht immer sagen sie, das ist wegen AI, aber tatsächlich, es funktioniert auch ohne die. Ich meine, bei Elon Musk, ist es ja auch, der hat ja auch erstmal so und so viel Prozent der Mannschaft entlassen. Und er hat gesagt, ich kriege es auch ohne die hin, weil wir machen weniger Zensur und so weiter. Natürlich muss er weiter Zensur machen, aber die werden einfach durch AI ersetzt. Und auch wenn es noch nicht so gut klappt, bald wird es so gut klappen. Also das wird, denke ich, die erste Entwicklung sein, dass sich der Arbeitsmarkt in die Super-Effektiven aufteilt. Also in diejenigen, die wirklich mit Hilfe von AI zu nietzscheanischen Übermenschen werden, also die zu Supermännern werden, durch AI. Und dann die anderen, die billiger werden im Arbeitsmarkt. Was war der Rest der Frage? Ich glaube, das war bereits die Antwort auf die Frage. Ja, ich finde auch jetzt mit Anfang 30 schon so einen Druck, dass man sich die ganze Zeit so updaten muss mit den ganzen Skills, um auf dem Arbeitsmarkt überhaupt irgendwie mitzukommen. Also, dass man halt irgendwie so gewisse technologische Entwicklungen nicht verschlafen kann, weil dann ist man in 2 Jahren im Endeffekt raus, wenn man mittlerweile keinen, also zumindest jetzt zum Beispiel in der Arbeit, die Robert und ich verrichten, hier so Medien, Dienstleistungen, wenn man was grafisch macht und so weiter, muss man eigentlich neben Photoshop und Premiere und den ganzen Schnittprogrammen sich zunehmend auch mit den ganzen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz beschäftigen, weil das einfach, wie du gerade sagst, halt mit einem Fingerschnippen erledigt, wofür du normalerweise dann Stunden gebraucht hast und dann bist du sonst einfach irgendwann raus aus dem Rennen. Also dann sagt dann dein Chef zum Beispiel, ist ja schön und gut, dass du das auch noch haptisch und am Schnittprogramm selber machen kannst oder mit Photoshop dich da 2 Tage hinsetzen, aber du musst eigentlich lernen, wie du AI Befehle geben kannst, dann ist es nämlich in 20 Sekunden ausgespuckt. Genau. Ich habe letztens einen Artikel geschrieben, ich glaube, der hieß ein Essay geschrieben, sinngemäß, warum AI mich nicht so schnell ersetzen wird. Diese Idee, einen Menschen hochzuladen, also ich finde sie großartig und ich möchte definitiv, dass meine gesamten Texte an irgendeinem Punkt komplett hochgeladen werden und man sich mit mir unterhalten kann als Summe meiner bisherigen Texte. I love it. Ich liebe diese Möglichkeit. Also, dass eine künstliche Intelligenz dich simuliert und mit dir dann in Austausch, man kann mit dir, mit deiner KI sozusagen in Austausch gehen. Richtig, das geht ja jetzt schon bei jedem großen Schriftsteller, neben Hemingway und so weiter, Shakespeare. Du kannst dich mit jedem von ihnen du kannst dich mit Einstein unterhalten und es antwortet im Stil und mit dem Wissen von dieser berühmten Personen. Okay, lass mich das kurz technisch durchdenken, auch für diejenigen, die das noch nicht auf dem Schirm haben. Die KI ist in der Lage, das gesamte Schriftwerk, die gesamten Texte von einer Person, also jetzt auch von dir, aufzunehmen und dann bei einer Fragestellung mit dem Wissen und auch mit den Feinheiten der eigenen Sprache, mit dem Duktus und so weiter zu generieren. Und der Logik. Ist logisch der Gedanke, dass sowas gehen muss. Es erschreckt mich jetzt gerade, dass sowas natürlich heutzutage schon auch funktioniert. Ach du, wenn du das checken willst, da kann man mehr liefern. Es gibt auch folgende Gedanken. Es gibt, glaube ich, auch ein Microsoft-Patent, wonach man die Verstorbene komplett simulieren kann, also auch das Äußere und den Auftritt, dass du dich quasi mit dem Verstorbenen ein Leben lang unterhalten kannst. Boah, wer will das denn? Und irgendwelche Verschwörungstheoretiker haben die wilde Ideen. Zum Glück gehen Verschwörungstheorien so weit, dass man theoretisch eine komplette Stadt abriegeln könnte und alle Kontakte dieser Menschen virtuell simulieren, sodass die eine Zeit lang gar nicht mitbekommen, dass sie abgeriegelt sind. Das ist aber nur eine Science-Fiction-Idee. Okay. Boah, also das hat jetzt mein Hirn-Gif, sag ich mal.
Also, dass man Menschen simulieren kann, finde ich großartig, wenn man ihnen sagt, du unterhältst dich mit dem. Also, ich möchte es auf jeden Fall. Der einzige Grund, wieso ich es nicht jetzt mache, ist erstens, dass ich hoffe, noch einige Zeit weiterzuschreiben. Aber vor allem, da die Technologie gerade wöchentlich solche Sprünge voran macht, dass ich es auch in ein paar Monaten machen kann und dann ist die Technologie so viel weiter. Ich denke aber, um diesen ganzen Transhumanismus und was ist der Mensch noch wert als Mensch zu beantworten, wer ist der reichste Mann der Welt? Also, Ich glaube nicht Elon Musk. Elon Musk oder Jeff Bezos. Sondern? Boah, da gibt es keine Also die Listen. drei wechseln sich ab, aber das ist Arnaud, der Chef von LVMH. Und was machen die? Was hast du gesagt? Das ist nur der Chef von? Was hast du dann gesagt? Also zeitweise am häufigsten man hört immer wieder, die drei wechseln sich ab, Bezos, Musk und Arnaud, der Chef von LVMH, das heißt Louis Vuitton, Hennessy, glaube ich. Was machen die? Die machen Luxusgüter. Louis Vuitton kennen wir, das sind diese edlen Koffer und so weiter. Wodurch zeichnen die sich aus? Durch den Dass Markennamen halt, ja. du dem Produkt ansehen kannst, dass da ein Mensch dran war. Die Koffer, du siehst an, wo ein Mensch an dem mit seinen Händen dran gearbeitet hat. Und wenn du auf die Websites gehst, dieser Firmen, wenn du dir die Moden schaust, was ist der Sinn dieser ganzen Modenschauen? Diese Haute Couture in Paris zeichnet sich dadurch aus, dass die Sachen alle von Hand genäht wurden. Also ich denke, dass es ein weiterer Trend bleiben wird, dass das garantiert Menschliche ein eigener Wert bleibt. Also, dass ich tatsächlich etwas von einem echten Menschen habe, statt nur das Produkt von Robotern gemacht. Teslas werden ja mit so wenig Menschen wie möglich, aber mit so vielen Robotern wie möglich gemacht. Auf der anderen Seite hast du Produkte, wo du die echten Spuren, fast schon Fingerabdrücke von Menschen dran hast. Wenn ich da erwidern darf, also ich würde auch sagen, es ergibt Sinn, dass mit zunehmender AI-Technologie halt der Wert des Handwerks, zum Beispiel des Menschen, gleichzeitig zunimmt. Das liegt ja auf der Hand. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Midjourney anschaut, wo man sagen kann, Blumenwiese im Van Gogh-Stil, gibt es ja schon diese Untersuchungen, dass man das Kunstexperten vorlegt und die können nicht mehr sagen, welches der echte Van Gogh ist und welcher gemidjourneyed. Das ist diese hier Grafik-AI, für die, die jetzt nicht so mega drin sind, muss ja nicht immer jeder mit jedem Begriff was anfangen können. Deswegen würde ich sagen, die AI löst ja selbst diese Dichotomie vom Menschen gemacht oder künstlich erstellt auf, weil sie so gut ist. Also man könnte ja noch eins weitergehen, dass die Sixtinische Kapelle Wandbemalung irgendwie, ich würde sagen, soweit ist die AI noch nicht, aber es ist vorstellbar, dass sie das irgendwann so kunstvoll darstellen kann, dass man sich unterscheiden kann von den größten Nein. Werken unserer Zeit. Du hast leider in deinem ersten Satz einen entscheidenden. Wenn man das Ölgemälde einem Experten vorlegt, wird er an der Chemie erkennen können, ob es Van Gogh gemalt hat. Van Gogh war nämlich sehr arm und hatte beschissene Farben. Okay, ja, und die Forensik, ja, so. Aber nochmal zurück zu Nein, dem. nein, was ich damit sagen will, ist, wenn man einen Van Gogh kauft, kauft man ja nicht nur das Aussehen des Bildes. Ja. Ich meine, wenn ich einen Jackson Pollock kaufe, dann kaufe ich ja auch nicht nur die Spritzer. Wenn ich einen Rothko, dann kaufe ich ja nicht nur die Farbflächen. Spätestens wenn du komplett schwarze Farbflächen hast und so weiter und so fort, oder wenn du komplett weiße Leinwände hast. Du kaufst ja immer die Geschichte, also die Geschichte des Künstlers mit seinem Leidensweg. Ich meine, Basquiat sind großartige Bilder, aber wenn du dir die Geschichte des jungen Mannes dazu kaufst, wer war der Künstler, der Fäkalien in Dosen verkauft hat? Gab es auch einen mehr? Gab es auch einen? Oder es gibt einen
Und in, ich glaube, es hing in Köln oder war das in Paris? Ich weiß nicht, einen unfertigen Harlekin von Picasso. Da zeigt er, der ist unfertig, aber er hat ihn so abgegeben. Das heißt, er zeigt damit seinen Prozess. Was du an einem Bild kaufst für die vielen, vielen, vielen Millionen, die nicht zu unterscheiden sind, auf den ersten Blick, von dem Druck desselben, ist, oder die, wie im Fall von Mona Lisa, die ja unschätzbar, ich weiß nicht, wie viele Milliarden die wert ist, keine Ahnung, die ist sogar ein ziemlich kleines, mickriges Bild und viel schlechter erhalten als die Kopien der, die gleichzeitigen Kopien, die Parallelbilder von den Schülern von Da Vinci. Du kaufst ja quasi einen Fingerabdruck, ein Stück aus dem eines bestimmten sehr, 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 sehr wichtigen Menschen. Das Wichtigste an einem Künstler ist, an dem Bild ist ja die Signatur, ob es echt wirklich von ihm ist. Und wenn, und ich denke, AI als, ich meine Bilder werden ja auch von AI generiert, jeden einzelnen Tag. Und sie sind wunderschön. Und warum funktionieren sie? Weil ich mir über die Prompts sehr viele Gedanken mache und ich versuche, dass sie ausdrücken, was ich fühlte. Nehmen wir das Bild von gestern. Wie viel Klimakleber steckt in dir? Vielleicht kann man das einblenden. Schon dabei. Also, das ist dein Blog, Ja. duschanwegner.com, und das sind die Bilder, die du eben jeden Tag generieren lässt. Und also hier ist das Bild von gestern. Beschreib Nee, mal, klick mal was. drauf. Mach mal Vollbild und klick drauf, Ja, bitte. okay. Kann man sich an Wiesen kleben? Steht Ja. unten dran. Ja, ich hab mir Gedanken drüber gemacht, über Festkleben. Und ich wollte eine eigene Ebene oder mir fiel eine Ebene auf, die ich nicht innerhalb des Essays abhandeln wollte. Und zwar, wie würde Caspar David Friedrich über Klimakleber malen? Aber er hat natürlich so Wiesen und so gemacht, nicht Berliner Stadtlandschaften. Also habe ich überlegt, und dann habe ich so lange gespielt und Dutzende, ich habe einen eigenen Rechner dafür, mit einer ziemlich guten Grafikkarte, der mir dann Dutzende von Bildern, und die habe ich ja modifiziert. Und in dieser von AI errechneten Bild hast du, was ich dabei fühlte, ich wollte einfach die Absurdität dieser Situation auf einer komplett anderen eigenen Ebene beschreiben. Und das ist, wie die AI Klimakleber auf der Wiese malt. Ist das Bild komplett von AI oder hast du da Ja, selber ja. noch was da gemacht, Ich habe nur oder? die Prompts gemacht. Okay. Es gibt ja jemanden, der gesagt hat, ich weiß nicht, wer ich. Ich habe mal das Zitat gelesen, dass die Künstler der Zukunft werden alles an Philosophen sein, weil sie haben gelernt, mit Worten umzugehen und Computer und AI wird in Worten gepromptet. Also genau zu beschreiben, was du sagen willst, ist eine gute Eigenschaft im Umgang mit AI. Also ich bin Ja, da vollkommen lustige, ein unbelegtes Blatt, unbeschriebenes Blatt. Machen wir mal das Gleiche nochmal mit dem hier. Manche Grenzen sind sinnvoll. Was sind da die Befehle oder Prompts heißt es ja in der Sprache der künstlichen Intelligenz? Also die Vorstellungen, die man dieser Intelligenz geben muss, dass dann so ein Bild rauskommt. Was? ich weiß es nicht mehr genau, aber hier war es etwas mit Grenzen, mit Zäunen, mit wieder mit weiten. Ich bin im Moment in meiner weiten Wiesenphase. Okay. Und dann musst du auch Negativ-Prompts eingeben. Ja, sorry. Picasso hatte auch seine Phasen, blaue Phasen und so weiter. Ich bin in meiner weiten Alles gut, ich Wiesenphase. finde es toll, ich finde es auch schön anzugucken, diese Wiesen, glaub mir. Aber den Gedanken will ich auch nochmal aufgreifen von Duschan, finde ich sehr interessant. Also wie es gibt zumindest die Tendenz, dass es immer wichtiger wird. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht programmieren, aber es ist ja so eine Form davon, dass ich immer präziser wissen muss, welche Worte ich benutzen muss, dass dann das Ergebnis XY ist. Also es ist eine, ja, vielleicht in der Form von Programmieren, wo noch so ein kleiner Zwischenhebel zwischengeschaltet ist, weil mir AI bereits sehr viel abnimmt. Also ich brauche keine Programmiersprache. Ich kann meine deutsche oder englische Sprache benutzen mit Wiese, Licht, Caspar David Friedrich und so weiter. Aber da gibt es schon die Unterscheidung, wer kann das extrem gut und wer kann es nicht ganz so gut. Der Unterschied ist, wer kann besser mit Worten umgehen. Und das ist eigentlich dann wieder eine Denkleistung, wie sie ein Philosoph, wie du es gerade auch ausgeführt hast, beherrscht.
Ja. Wobei man auch dafür die Kunstgeschichte kennen, ein bisschen Kunstgeschichte kennen sollte. Nicht wie ich bei Caspar David Friedrich hängen bleiben, weil ich einfach, ich mag so dieses Ironische, diese wunderschönen Gemälde. Ja, also wie ich vorhin sagte, ich denke, die Zukunft, die AI, der größte Einfluss, den es schon längst begonnen hat, ist AI macht dich macht dich einfach stärker, mächtiger. Nochmal kurz zu dem Punkt von vorhin. Du hast gefragt, wer ist der reichste Mann der Welt und hast da angefangen, einen Gedanken zu entwickeln. Ich habe die Auflösung irgendwie nicht kapiert oder habe es verpasst. Warum hast du davon angefangen, dieses, ja, wer ist denn der reichste Mann der Welt? Die wechseln sich gegenseitig ab, aber was war die Konklusio oder warum hast du davon gesprochen? Das ist der Chef von LVMH, was LVMH, was der Luxuskonzern, Ja, was genau, ein Lux, da waren wir. Luxuskonzern ist, Louis Vuitton und so weiter, aber die haben ganz viele verschiedene Luxus, Haute Couture und so weiter Firmen. Und die zeichnen sich zum großen Teil davon aus, dass du im Produkt Okay. die Spur des Menschen hast, allerdings auch die Spur von Handwerkern in ihrer allerhöchsten Qualität. Das sind also Menschen at the top of their game. Bevor du bei Näherin oder Designer oder Handwerker bei einer dieser Firmen sein kannst, bevor du Moët Champagner herstellen kannst, musst du wirklich the best of the best sein. Das heißt, wenn du diese Produkte kaufst bei ihm, kaufst du nicht wie bei Elon Musk irgendwelche von Robotern hergestellten Produkte, kaufst du nicht wie bei Amazon irgendwelche von super Algorithmen für dich errechneten Bücher, sondern du kaufst Produkte, die Menschen, die echte Menschen hergestellt haben. Du kaufst einfach bestes Handwerk, bestes menschengemachte Design. Und das will ich zeigen, es gibt neben dem ganzen AI, gibt es immer noch einen riesigen Markt fürs Menschliche. Ah, ich verstehe. Fürs Und das ist garantiert dann Menschliche. der Mehrwert, der dann die Leute eben in diese Position bringt, dass sie so steinreich werden. Ja, dass das gewertschätzt wird von den Menschen, wenn echte Handarbeit mit drinsteckt und so weiter. Okay, jetzt habe ich den Bogen gespannt. Alles klar. Jetzt verstehe ich das auch. Du, aber wir haben gestern auch ein sehr, sehr intensives Vorgespräch geführt und ich würde gerne noch mal auf ein paar Gedanken von da zurückkommen, weil wenn ich mir deinen Blog anschaue, bist du auch ziemlich beobachtest du unsere Gesellschaft auch ziemlich genau. Ja, du hast also wirklich auch ein Auge, du kommst aus der Adlerperspektive, auch aus der philosophischen Sicht und sezierst es dann auch diese ganzen Verwerfungen, die wir jetzt gerade erleben. Und gerade jetzt in Bezug auf die Spaltung zwischen Regierung und Volk, ja, dass also hier Dinge durchgesetzt werden, die du ja dann auch in diesem Buch der Herde, in diesem Essay sehr gut beschreiben wirst, wahrscheinlich, ja, mit diesem Heizungsgesetz und der ganze Klimawahn und das alles. Ich habe mir gestern einen Punkt aufgeschrieben, den du da gestern gesagt hast, nämlich böse Absicht und Dummheit sind im Affekt nicht zu unterscheiden. Und weil wir haben über Habeck gesprochen und über Baerbock und über diese ganzen Politiker, die offensichtlich Dinge beschließen, die kein Mensch nachvollziehen kann und auch wirklich Wirtschaftsexperten und Weisen mit dem Kopf schütteln und sagen, was geht da eigentlich ab? Ja? Also ich will es jetzt nicht an diesen beiden Personen aufhängen, diesen Gedanken, sondern wie kannst du dir das erklären, dass wir aus einer Zeit von früher, vom wirtschaftlichen Aufbau, Erhard, Ludwig Erhard und wie sie alle geheißen haben, weißt du, nach dem Zweiten Weltkrieg, Deutschland fängt an, wieder wirtschaftlich auf die Beine zu kommen, dass wir uns jetzt gerade freiwillig beide Kniescheiben zerschießen und dabei auch noch Hurra schreien? Wie kannst du das einordnen? Ich hab zwei Erklärungen für. Ich sag mal so, Elon Musk, und das kann man irgendwo twittern, bei Twitter suchen, meine ich, hat mal gesagt, Gesellschaften brauchen alle paar Jahrzehnte einen Krieg, damit sie wieder von ihre Strukturen von neu auf aufsetzen können. Das ist sehr zynisch, aber da ist etwas dran. Ich kann mich erinnern, als nach dem Fall der Sowjetunion, als teilweise ist es bis heute so, eben die Staaten im Osten Europas viel besseres Internet, viel besseres Mobilfunk und so weiter, Internet, Telefonnetze hatten als die Staaten im Westen. Warum? Weil sie komplett neu angefangen hatten, weil sie mit Null dastanden. Ja.
Einer der Vorteile, wieso Deutschland so ein, das klingt jetzt wahnsinnig zynisch, aber dadurch, dass Deutschland neu starten konnte, musste es eine Menge Fehler nicht in strukturelle Fehler. Das heißt, durch eine sehr, sehr lange Friedensperiode bilden sich einfach Filz und wieder Filz und wieder Filz und Filz und Abhängigkeiten und so weiter. Um Himmels Willen schlage ich keinen Krieg vor, aber es ist nun mal ein Faktum und Gesellschaften, die ewig Frieden haben wollen, müssen irgendwie lernen, wie sie damit umgehen. Ja, es gab ja immer wieder diese Vorschläge für ein neues Regulierungsgesetz, müssen zwei alte abgeschafft werden. Ich weiß nicht, ob sie jemals umgesetzt wurden. Das ist also einmal ein Problem, dass immer irgendwie nicht nur Gesetze immer dazukommen, sondern auch Strukturen. Und dann gibt es Leute, und da sind wir bei dem zweiten Problem, die es schaffen, sich zu optimieren. Weil jedes System wird immer die Leute fördern, die sich darin verstehen, in diesem System voranzukommen und die darauf optimiert sind, in diesem System voranzukommen. Jetzt hast du irgendwie, ich denke, in der Politik hast du ein ähnliches Problem, wie du in der Ernährung hast. Ich will diesen Gedanken, wenn ich es minutenlang darf, kurz selber live entwickeln. Wenn du das Problem mit der Ernährung ist, dass der Mensch dafür geschaffen ist, sich nach Zucker und nach Fett und so weiter zu sehnen, dass aber eigentlich die Träger nur sein Motivator ist und er eigentlich dabei noch Vitamine, die er gar nicht schmecken kann, mitbekommen sollte, ja? Das heißt, der Mensch ist motiviert, das eine zu tun, so. Und irgendwann hat die Industrie das überoptimiert. So. Und das ist das gesundheitliche Problem. Wir haben die Ernährung überoptimiert auf den menschlichen Geschmack hin und deswegen wird sie dann irgendwann ungesund. Bei der Politik haben wir als Demokratie gehabt, dass man die Menschen wählen kann, dass es Parteien gibt, die die Interessen der Menschen vertreten. Um zu zeigen, dass sie die Menschen, die Interessen der Menschen vertreten, müssen sie sich darstellen können, aber sie müssen sich dann auch in den Strukturen selber zurechtfinden. Irgendwann hast du dann Menschen, die nur noch in der Lage sind, in den Strukturen nach oben zu kommen, also die quasi wie der Zucker erfolgreich sind. Aber den ganzen Rest, von dem wir implizit ausgingen, gar nicht mehr mitbekommen. Ich meine, wir sehen ja jeden Tag neue peinliche Clips vom Gestammel einer gewissen Außenministerin. Man fragt sich, wie konnte es passieren? Es passierte einfach so, weil als das ganze Prinzip Demokratie erdacht wurde oder unsere Form der Demokratie, man gar nicht daran dachte, dass es hyper-überoptimierte Menschen gibt, deren ausschließliche Fähigkeit darin liegt, in diesem System nach oben zu gelangen, ohne alles andere, was man implizit erwartete, als Bildung, Leben und so weiter, mitzubringen. Es ist also auf der einen Seite einfach verhärtete über die Jahrzehnte Strukturen, auf der anderen Seite Überoptimierung einzelner Individuen, die hochkommen in diesem System. Die andere Frage ist natürlich, was sie dann diese überoptimierten Menschen hochtreibt. Ich kann den Gedanken gerne mal nochmal aufgreifen, was du gesagt hast, dass also ein Land in einer langen Friedensphase einen gewissen Filz aufbaut und gewisse Strukturen sich lahmlaufen und dadurch keine effektiven Strukturen sich bilden. Da habe ich jetzt zwei Punkte, zum Beispiel die Deutsche Bahn. Die wurde 1994 nicht verstaatlicht, sondern aus einem staatlichen Unternehmen wurde die privatisiert, mehr oder weniger zu einem gewinnorientierten Unternehmen gemacht. Und seitdem ist das Ding einfach nur noch am Abgegangen, quasi am Abstieg. Ja, also wir wissen, das muss jetzt Beispiele nicht aufzählen, wie schlimm der Zustand der Schienen und der Servicestrukturen sind in unserer Bahn. Das eine, das war also quasi kein Versehen, sondern das war ganz klar kapitalistisches Interesse, das diese große Struktur von einem Staatsunternehmen zerstört hat. Und das zweite ist zum Beispiel der Fall von Alfred Herrhausen. Ich habe gerade einen ganz aktuellen Vortrag von Dirk Pohlmann gehört, der seit ein paar Tagen online ist im Rahmen des, ich glaube, Kölner Salons. Da spricht er eben über die im Auftrag der Eliten heißt sein Buch, der Fall Herrhausen, wie er ganz klar aufzeigt, wie
hervorragende Persönlichkeiten, die herausstechen aus dem politischen Personal, wie zum Beispiel Aldo Moro, Dag Hammarskjöld oder eben auch Alfred Herrhausen, dass die, wenn die eine gewisse Aufmerksamkeitsschwelle erreichen in der Gesellschaft und etwas zum Guten verändern wollen, ja, Herrhausen hat mit seiner quasi Politik die Schulden zu erlassen, hat er ja natürlich dann massiv das System gefährdet, dass die dann eher mehr oder weniger aus dem System herausgenommen werden, anhand von politischen Morden. Also ich verstehe den Gedanken, was du hast, aber ist es nicht das System selbst, das dann dafür sorgt, dass dann so Leute wie jetzt unser politisches Personal dann direkt dahin platziert wird, um eben Politik zu betreiben, zum Nachteil von vielen, zum Vorteil von wenigen? Weißt du, also ich spreche jetzt auf diese Kabale an, die im Hintergrund läuft, dass die eigentlich letztendlich die Geschicke der Menschheit leitet, auch wenn für viele das ein absurder Gedanke ist mit dieser Verschwörung und so. Das wird ja alles immer, ach, das ist alles Quatsch und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob der Gedanke, ich kann ihn nicht ganz nachvollziehen, dass das nur aufgrund, also was du gezeichnet hast, dass das aufgrund von der Lange des Friedens und dass das deswegen alles den Bach runtergeht. Ja. Nicht nur, aber ich denke, dass gewisse Strukturen verhärtet sind und es sich darin für gewisse Personen gut aufsteigen lässt. Ja, da kann ich mitgehen. Ja, da kann ich auf jeden Fall mitgehen. Ja, ja, und wie ich dann schloss, die Frage ist natürlich, warum steigen sie in diesen auf? Am Ende wird immer irgendwer wahrscheinlich dann Geld verdienen. Als die ultimative Antriebskraft von diesen ganzen Prozessen, ja. Macht, Geld, Einfluss, Ruhm. Mein Problem ein bisschen, was mich manchmal an der Akademie störte und manchmal an den Journalisten, die sich der Akademie noch verbunden fühlen, ist, ich beschreibe das mal an einem anderen Problem, an einem anderen Bereich. Sehr viel vom menschlichen Verhalten lässt sich mit der immer gleichen Antwort beantworten. Warum sind Menschen so? Warum sind Menschen so? Warum sind Menschen so? Dann hast du kannst du immer die gleiche Antwort geben, weil es in der Savanne so nützlich war, weil es aus evolutionärer Sicht in der Savanne so nützlich war. Warum haben wir Angst? Warum sind Männer aggressiver und Frauen und so weiter? Und du kannst immer die gleiche sture Antwort liefern, weil es genauso für die evolutionär, für das Leben im Stamm nützlicher war. Und das wird sehr schnell sehr langweilig. Und weil Menschen sich in der Akademie nicht langweilen, denken sie sich manchmal komplett absurde Geschichten aus. Oder müssen sich immer neue Theorien ausdenken. Jetzt wie diese ganze Gender-Debatte, sagen, okay, alle Biologie, alle Fakten interessieren alle nicht, wir decken uns jetzt komplett parallel Fakten aus, weil die halten es alle egal. Und das Problem ist, der menschliche Körper bleibt immer noch derselbe und auch super, auch Karrierefrauen und sensible Männer entdecken irgendwann, dass sie im Kern ihres Herzens doch das sind, wie es früher in der Savanne genetisch nützlich war. So, das ist mein Problem ein bisschen mit der Akademie, wieso sie langweilig ist, weil es sehr häufig immer die gleiche Antwort gibt. Und die ist richtig und wenn sie aufregend sein soll, ist sie häufig Blödsinn. Bei der Politik sind diese Sachen leider sehr häufig, weil irgendjemand damit sehr viel Geld macht und die Frage ist, wer. Und da ist die Frage, weiß ich es oder weiß ich es nicht? Wenn ich es nicht weiß, bin ich.
nicht Verschwörungstheoretiker, wenn ich es weiß, gelte ich als recht als solche. Und und deshalb, und da sind wir ein bisschen bei diesem, bei dem Satz, den du zitiert hast, Dummheit und Bosheit ist von außen nicht zu unterscheiden. Für mich ist das insofern relevant, weil es gibt sehr viele Menschen, die das untersuchen und die Thesen aufstellen und damit Blogs füllen und ich verlinke viele von ihnen und ich finde es auch sehr, sehr, sehr wichtig, dass es untersucht wird, damit wir verstehen, was um uns passiert. Aber das ist nicht meine Baustelle. Ich versuche so eher diesen Weisheitsaspekt herauszuarbeiten jeden Tag. Wie komme ich damit klar, dass es ist, wie es ist? Und dafür macht es keinen Unterschied, was genau Herrn Kinderbuchautor motiviert oder nicht. Was ihn antreibt, ob es Geld ist oder ob er tatsächlich dann glaubt, dass um als Klimaanlagen, die zu Wärmepumpen undeklariert werden, jetzt das Klima retten sollen, warum er das wirklich macht, ob es nur Menschenliebe ist. Es macht für mich keinen Unterschied. Die Frage ist, wie ich damit klarkomme, dass es passiert. Also ich sage nicht, dass das die einzige Perspektive oder die wichtigste Perspektive ist, die ich annehmen sollte oder die ein Mensch annehmen sollte, um Himmels Willen nicht, aber das ist, was ich selbst beackere. Wir beobachten ja dieses System der Negativauslese nach oben, nicht nur in Deutschland. Wenn wir in die Vereinigten Staaten schauen oder andere europäische Länder, trifft man das gleiche Phänomen. Es gibt ja auch in Deutschland schon so diese Überlegungen, es ist auch ein Buchtitel zum Beispiel von Ulrich Mies, Auswandern oder Standhalten. Die Zahl der Auswanderer nimmt stetig zu, sowohl von Ausländern, also die mal eigentlich nach Deutschland gekommen sind, um hier ein besseres Leben zu starten, sind auch teilweise Kritiker der Migrationspolitik, sind oft Menschen, die eigentlich ihre Wurzeln gar nicht in Deutschland haben, aber natürlich auch die Intelligenzia wandert zunehmend ab, Unternehmer wandern zunehmend ab. Aber so die Frage auch, nachdem wir ja hier auch ein paar Problemstellungen in diesem Land aufgezeigt und erörtert haben in den letzten anderthalb Stunden, glaubst du überhaupt noch an so eine Art von Ruder umreißen, dass das irgendwie möglich ist? Oder warum schreibst du sonst? Willst du damit Impulse setzen? Hast du da noch so einen, hast du eher eine negative Sicht auf die Zukunft, auf den Menschen, oder siehst du das gar nicht in den Kategorien von gut und schlecht, weil du Philosoph bist und da über den Dingen stehst? Oder sonst, warum schreibst du? Die ultimative Begründung für den Zweck der Philosophie hat Wittgenstein gebracht, der sagte, jetzt, Der hat zwei Gründe genannt. Die eine war, wenn es kratzt, wenn es an der Seele juckt, quasi, sehr sinngemäß gesagt, muss der Philosoph kratzen, damit es nicht mehr juckt. Und dann später, wenn es wieder juckt, muss er wieder kratzen. Und die andere Begründung ist, er sagte, glaube ich, sinngemäß, er sehe seine Aufgabe darin, der Fliege den Weg aus dem Fliegenglas zu zeigen. Ich habe damit angefangen zu schreiben, meine Gedanken, ich schreibe im Sinne von, ich teile meine Gedanken mit meinen Lesern, wer sie lesen will, liest sie und schreibt mir manchmal zurück. Erst um uns zu helfen, unsere Ethik zu verstehen, heute um nicht daran wahnsinnig zu werden und einfach schlicht, indem wir uns zugestehen, dass es ist, wie es ist, aber auch indem wir verstehen, dass es ist, wie es ist. Einfach dieses aus dem Fliegenglas heraus, also einfach selbst wenn man seine Situation nicht ändern kann, glaube ich, dass da eine gewisse Katharsis, eine gewisse Heilung drin liegt, seine Situation zu verstehen. Und das, ich meine, es gibt ja dieses berühmte Zitat, dieses von Niebuhr, dieses Gelassenheitsgebet, sinngemäß, man bittet sich die Kraft zu ändern, was man ändern kann. Wie war das? Und die hinzunehmen, was man nicht ändern kann, und die Weisheit, das eine. Genau, die Weisheit, das eine vom anderen zu entscheiden. Und dafür, damit ich, Dankeschön, damit ich das unterscheiden kann, muss ich erstmal wissen, was mir überhaupt wichtig ist, was passiert, und dann auch die innere Kraft. Und dafür schreibe ich heute auch, um loszulassen, um mich alles, was mir nicht relevant ist, loszulassen. Und ich schreibe heute
für die Gruppe von Menschen, die mit mir einfach versuchen wollen, durch Bewusstwerden, was einem wichtig ist, durch Loslassen, was nicht zentral wichtig ist, für sich selber ein Stück weit die Kreise zu ordnen, die Seele irgendwo in Ordnung zu bringen, abends sagen zu können, ja, es war ein guter Tag, es ist sehr viel Schlimmes passiert, es ist in der Welt Schlimmes passiert, mir wurde Unrecht angetan, ich weiß vielleicht noch nicht mal, ob ich mir in einem Jahr mein Haus, das ich mir einst gekauft und abbezahlt habe, noch leisten kann, aber heute zumindest war ein guter Tag. Ich akzeptiere die Realität, wie sie ist, und morgen unternehme ich dann Schritte. Und ich glaube auch allein darin, die Dinge hinzunehmen, wie sie sind, den Tag, wie er ist, mit seinen Kindern, mit lieben Freunden zu feiern, weil jeder Tag kommt nur einmal, und dann für den nächsten Tag nach bestem Können Schritte zu unternehmen, etwas zu planen, das berühmte Luthersche Apfelbäumchen pflanzen, darin liegt ein eigener Wert. Dafür schreibe ich, und was die erste Frage nach dem Überleben von Deutschland und den Auswanderern angeht, ich habe mir natürlich und nicht nur in einem Essay darüber Gedanken gemacht, und ich habe eine sehr konkrete Antwort gefunden. Ich denke, dass deutsche Ideen selbst dann überleben würden, wenn niemand mehr Deutsch sprechen würde und es keine deutschen Ideen gäbe, weil Deutsche haben tatsächlich eine Denktradition, die irgendwann mit Merkel aufhörte, glaube ich. Aber nein, es gibt eine reiche. Wenn ich jetzt meine Kindle zeigen würde und meine meistgelesenen Bücher, das sind zum guten Teil, finden sie alle so bis ungefähr 1920, 30 statt. Also die goldene Phase nicht nur in Frankreich, sondern auch in der deutschen Literatur. Und es gibt die deutsche Philosophie, die sich natürlich nach Wien und so weiter erstreckt. Einfach eine Präzision des Denkens, eine Schönheit der Sprache, ein Willen, auch die feinsten Details herauszuarbeiten und sich dann wieder in großer Grandezza über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinüber zu eilen in ganz großen Stiefeln. Ich denke, das Deutsche im positiven Sinne wird lange leben, und es gibt außerhalb von Deutschlands Communities und Deutsche, die es pflegen, und dank Internet können sie sich auch verbinden, und es ist weitgehend so allgemein gefasst, dass man da auch nicht allzu zensurgefährdet ist. Also das Deutsche will überleben. Auch genug Menschen, die mit Herz und Seele verliebt in das Deutsche sind. Guter Teil davon Ausländer. Wenn wir fragen, ob Deutschland als solches überleben wird, frage ich zurück, wie weit lebt es heute überhaupt noch? Und ab welchem Zeitpunkt hört ein Land auf, eben dieses Land zu sein? Mhm. Großer Gedanke. Den werden wir heute bestimmt nicht mehr klären können. Ja? Aber als Schlussgedanke finde ich das sehr schön, dass das, was uns eigentlich als Land ausmacht und auch als Nation, dass das vielleicht gar nicht auf das Land selbst beschränkt ist, sondern dass dieser Grundgedanke, so diese Schaffenskraft und auch die philosophische Kultur, dass die doch überdauern wird. Ja? Wir werden sehen. Also mir wäre es recht, wenn das Land nicht komplett den Bach runtergeht. Aber das, wie gesagt, das führt jetzt zu weit für heute. Ich glaube, für heute haben wir einen weiten Bogen gespannt mit all diesen Gedanken. Dusan, wirklich vielen Dank für deine Arbeit. Ich muss es gestehen, ich habe deinen Blog nicht jeden Tag gelesen in den letzten Jahren, aber viele, viele Tage habe ich es gelesen. Und immer dann, wenn ich irgendwie was Tiefsinnigeres lesen wollte, was jetzt auch nicht über 2 Stunden ging, sondern deine Essays sind ja auch recht gut zu verdauen, dass man dann beim Spaziergang drüber nachdenken kann. Intellektuelle Häppchen. Yes, genau.
Intellektuelle Häppchen, das finde ich geil. Das klingt auch nach einem geilen Titel, ja. Also ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg, vor allem beim Spielen mit der KI, dass du wieder so schöne Caspar-David-Friedrich-Bildchen rausgenerierst. Da bin ich ja sehr gespannt, was da alles noch kommt. Und ich kann es auch allen Zuschauern nur empfehlen. Also hier, Herr der Herde ist das eine Buch von dir. Und vielleicht hältst du nochmal das mit dem Loslassen etwa ein paar Sekunden länger in die Kamera, dass wir den kompletten Titel erkennen können. Also, Das ist das Wichtigste. Das ist, wer mich verstehen will, muss das verstehen. sehr gut. Und das eine, das Und Gelbe, das da, das genau. ist, wer es dann auch wieder sein lassen will mit dem Verstehen und alles loslassen. Großartig. Wunderbar. Dann machen wir einen Punkt. Dann sage ich euch, vielen Dank für den Moment. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende. Und Aaron, ein letztes Wort von dir. Genau, dann verweisen wir nochmal auf duschanwegner.com und gehen heute raus mit dem Hitzetod-Check, den wir alle mal vornehmen sollten, und zwar von Jansson Song King. Haben wir das Anliegen, Regie? Okay, Danke, genau. tschüss. Mit dem letzten. Genau, Also, genau. schönes Da Wochenende. danke, Duschan, und Ich danke mit euch. etwas Stimmungsaufheller hier in die Sonne und ins Wochenende für uns. Genau. Springe ich Alles klar, gleich raus, Leute. Duschan. Bleib noch kurz einen Moment da. Wir sagen Tschüss nach draußen. Alles Liebe. Bis zum Bis nach nächsten Mal. draußen. Servus. Ciao. Nur Sommer und mal sonnig und warm. Ah, im Fernsehen kommt nur noch was mit Hitzealarm, weil durch die Themse droht der Risikogruppe dort tot. Meine Mutter rufen die jetzt vom Gesundheitsamt bei mehr als 30 Grad früh und abends an und fragen, ob die noch lebt. Die nennen das Hitzetod-Check. Hitzetod-Check. Ich schmeiße mich weg's Niveau, 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 Niveau. Hitzetod-Check. Das ist doch jetzt ein Niveau. Ist mir zu warm, geh ich ins Freibad rein und packe mir genügend Bier zum Trinken ein. Auch noch so circa 2 Stück bin ich letztens eingenickt. Der Meister hat mich sofort wieder aufgeweckt und mit so einem Defibrillator erschreckt, weil der zur Sicherheit checkt, dass niemand an der Hitze vorreckt. Hitze to check, ich schmeiße mich weg, Niveau, 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 Niveau. Hitze to check, das ist doch jetzt Niveau. Meine Oma letztes Jahr mitten im August mit 102 Jahren verstorben ist, gab's lauter Hütelein mit der ihrem Totenschein. Wegen aktueller Anordnung vom RKI lag die wochenlang im Kühlschrank in der Pathologie. Es war die Hitze nun klar, die angeblich Todesursache war. Hitzetod-Check, ich schmeiße mich weg, Niveau, 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 Niveau. Hitzetod-Check, das ist doch jetzt ein Niveau. Mein lieber Scholli, sowas hatten wir doch schon immer. Es fing an mit C und hörte auf mit A. Fantasier ich bloß, oder geht das schon wieder hier los? Hitze, Lockdown, oh nee, bitte nicht. Hitzschlaginzidenz, Hitze-App und Sonnenpflicht. Hitzeschutzimpfung und Hitzebürger-Testzentrum. Hitze-Tod-Check, ich schmeiße mich weg. Niveau, 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 Niveau. Hitze-Tod-Check, das ist wohl jetzt Niveau. Hitzetod-Check,
Ich schmeiße mich weg, Niveau, 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 Niveau. It's a toe check. Das ist wohl jetzt Niveau.